Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir sind Helene Pachale und ich bin Steve Kenner. Wir sind beide in der Lehrkräftebildung tätig. Helene Pachale an der Leibniz-Universität Hannover und dort am Leibniz School of Education. Und ich war mehrere Jahre auch in der Leibniz-Universität Hannover und bin jetzt seit April an der Freien Universität Berlin und vertrete dort als Gastdozent eine Professur für Politikdidaktik, Demokratiebildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und in diesem Podcast Freiräume gestalten sprechen wir mit unseren Gästen darüber, wie wir im Bildungssystem Räume auch im übertragenen Sinne finden können, um sie als Freiräume nutzbar machen zu können für Kinder und Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer, für die Schulleitung, für das gesamte pädagogische Personal und wie wir Schule vielleicht auch noch mehr öffnen können. Öffnen in den sozialen Nahraum durch Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern der außerschulischen Bildung. Und dazu haben wir schon ein paar Folgen aufgenommen. Die finden Sie auf allen möglichen Kanälen, auf denen Sie Podcasts finden und auf YouTube. Und heute zu Gast der Kultusminister Grant-Henrik Tonne und Helene Pachale, mit denen euch vorstellen. Ja, vielen Dank, Steve, für die Überleitung und herzlich willkommen, Herr Kultusminister Tonne, hier bei uns im Podcast Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Da wir nicht nur in Niedersachsen zu hören sind, wo Sie über die Weiten bekannt sind, möchten wir Sie kurz an dieser Stelle erst einmal vorstellen, damit auch unsere anderen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem wir es heute eigentlich zu tun haben. Herr Tonne, Sie sind eigentlich studierter und ausgebildeter Jurist und sind in der SPD tätig, waren dort auch parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion und sind nun seit 2017 niedersächsischer Kultusminister. Und als allererstes stellt sich für mich die Frage, wie kommt man eigentlich von der Rechtswissenschaft, von Jura zum Bildungsbereich? Was waren Ihre Interessen, genau dieses Amt anzustreben? Ja, schönen guten Tag. Von mir herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich stelle fest, alles unbestreitbar richtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass der Weg in die Bildungspolitik auf Landesebene etwas ist, was deshalb auch gelingt, weil Bildungspolitik total spannend ist. Bildungspolitik kann auf Landesebene kräftig gestaltet werden. Und ehrlich gesagt finde ich, ist das eines der wichtigsten Themen, die wir auch miteinander zu bearbeiten haben. Immer wieder um die Frage zu ringen, was ist eigentlich das wesentliche Merkmal von guter Bildung? Von daher ist das dann selbst für Leute, die jetzt nicht originär eine Ausbildung also hauptberuflich im Bildungsbereich unterwegs sind, sondern das von der Seite drauf gucken, etwas, was hochinteressant ist. Und gelegentlich ist vielleicht auch gerade der Blick von der Seitenlinie, wenn man nicht aus der Profession selber kommt, durchaus hilfreich, wenn man Themen und Wege einfach kritisch und im positiven Sinne auch streitig miteinander diskutiert. Ja, vielen Dank schon dafür, weil es wird ja oft auch gesagt, im Bildungsbereich, da kann jeder einfach so mitreden. Ne? Jeder hat irgendwie Erfahrung. Menschen haben Kinder, haben selber die Schule durchlaufen. Das heißt, der Bildungsbereich wird multiperspektivisch betrachtet und kann halt tatsächlich als etwas gesehen werden, wo jeder mitreden kann. Da stellt sich trotzdem die Frage, bräuchte es nicht manchmal auch jemanden, der tatsächlich aus dem Bildungsbereich kommt für so ein Amt wie das, was Sie ausüben? Oder hätte das aus Ihrer Sicht Vorteile? Ich glaube, jede Herkunft und jeder berufliche Background hat Vor- und Nachteile. Und das wird man bei einem Juristen finden, der dann Kultusminister sein darf. Und das dürfte in genau demselben Umfang gelten, wenn es eine grundständig ausgebildete Lehrkraft ist oder Professorin, Professor, der dann den Posten innehat. Von daher ist das in der Tat ist es ein großes Phänomen. Ich sage bei Veranstaltungen immer etwas schmunzelnd und augenzwinkernd, dass ich in Niedersachsen das große Glück habe, 8 Millionen Bildungsexperten in der Regel eng an meiner Seite wissen zu können. Das ist das Besondere halt. Jeder war in der Schule.
Und deswegen hat jeder auch ein Bild vor Augen, hat jeder auch eine Idee vor Augen, wie Schule aussehen muss. Das Spannende ist aber nicht, diese Erfahrung gemacht zu haben, auch nicht diese Ausbildung erfahren zu haben, weil in der Regel ist das, wenn man sich damit beschäftigt, ein Blick zurück. Wie war Schule zu meiner Zeit? Die war im Zweifelsfall für die damalige Zeit völlig richtig. Und sie war auch gut so. Aber das Spannende ist, diese Frage nach vorne zu richten und sie nicht nur aus einer Perspektive nach vorne zu richten, sondern sie aus vielen verschiedenen Perspektiven nach vorne zu richten. Zu diesen vielen verschiedenen Perspektiven gehören dann selbstverständlich auch diejenigen, die die Ausbildung durchgegangen sind, das Studium geschafft haben, den Vorbereitungsdienst geschafft haben. Aber gute Bildung macht dann mehr aus. Dazu gehört dann die Frage, was ist die Perspektive von Eltern? Und vor allen Dingen, und das kommt gelegentlich etwas zu kurz, was ist eigentlich die Perspektive von denjenigen, denen es zugutekommt? Das sind Schülerinnen und Schüler. Denen wird man ja auch nicht sagen, weil ihr nicht die Ausbildung gemacht habt, sollt ihr darüber nicht mitreden. Ganz im Gegenteil, wir brauchen genau diese Mischung. Und deswegen findet man das bei der Frage, wer ist Ministerin und Minister, bringt jeder berufliche Herkunft Vor- und Nachteile mit sich. Und auch in der Debatte. Das Entscheidende ist, diese vielen unterschiedlichen Anliegen zu hören und sie zusammenzuführen. Das wiederum eine total spannende Arbeit ist. Vielleicht ist das auch ein etwas provokativer Einstieg, den wir gewählt haben, weil wir beide ausgebildete Lehrerinnen bzw. Lehrer sind und tatsächlich das am eigenen Leibe auch schon erfahren haben. Das geht ja nicht Ihnen nur als Minister so, sondern auch uns Lehrerinnen und Lehrern, dass Eltern und alle möglichen Menschen, die quasi im Bildungssektor involviert sind, in welcher Form auch immer, eben tatsächlich auch Expertinnen und Experten sind, weil sie das mal miterlebt haben. Aber genau diesen Perspektivwechsel nicht erlebt haben, dann aus einer eher didaktischen Brille auch auf Schule zu schauen und auf Bildungs-, Lehr- und Lernräume. Es kann ja durchaus auch ein großer Vorteil sein, in Ihrem Amt Jurist zu sein, weil Schule ja auch ein Raum ist, in dem, oder nicht nur Schule, sondern Bildungsräume insgesamt Räume sind, die auch erstritten werden, in denen es auch Auseinandersetzungen, Kontroversen gibt. Gibt es denn eine Situation, die Sie uns schildern können, bei denen Sie sagen, das war ganz gut, dass ich eine juristische Grundausbildung habe, um damit umgehen zu können? Ich weiß gar nicht, ob es diese eine Situation gab und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es dann die juristische Ausbildung war, die hilfreich ist. Aber wenn man jetzt auf die Pandemie zurückschaut, auf diese 2 Jahre, dann war es für mich schon häufig wirklich hilfreich, wenn man auch in der Frage von, was für Maßnahmen verordnen wir jetzt eigentlich, wenn man so ein bisschen die Abwägung hatte zu sagen, was bedeutet das praktisch an Schule? Was bedeutet das möglicherweise auch rechtlich und wie kriegen wir dieses Zusammenspiel auch vernünftig hin? Ich schreibe das jetzt nicht meiner Ausbildung zu, sondern eher einem wirklich sehr guten Team im Ministerium. Aber wir haben es geschafft mit dieser Abwägung, obwohl jede Maßnahme und jeder einzelne Schritt beklagt worden ist, kein einziges Mal für den Schulbereich zu unterliegen. Das heißt, all die Maßnahmen über die 2 Jahre sind immer wieder bestätigt worden, dass sie rechtmäßig, dass sie verhältnismäßig sind. Mit mehr oder weniger großen Bauchschmerzen, das ist so. Aber das zusammenzupacken, also die politische Erfahrung schon ein paar Jahre hinter sich zu haben, die Ausbildung, die, ich glaube, zumindest nicht hinderlich ist bei der Frage, wie guckt man auf Abläufe drauf. Wie gesagt, ich bin weit weg davon, das jetzt dem zuzuschreiben, sondern ich habe exzellente Menschen im Ministerium gehabt und habe sie nach wie vor, die alle ihren großen Beitrag dazu geleistet haben. Aber da habe ich für mich zumindest immer wieder in Entscheidungsfindungswegen gemerkt, dass das richtig hilft. Es gibt, glaube ich, oder da sind wir beide überzeugt, auch noch einen anderen Aspekt, wo sowohl Ihre juristische Ausbildung als auch Ihr politischer Werdegang hilfreich war. Zumindest können wir uns vorstellen, dass das auch eine Motivation für Sie war, diesen Schwerpunkt in Ihrer Amtszeit zu legen. Sie haben eine ganze Menge Projekte initiiert, die Schule tatsächlich auch als einen Lernort der Demokratie etablieren sollen. Also wir haben beispielsweise die Erlasse zur Demokratiebildung, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, Zukunftsschulen und so weiter. Also es gab eine ganze Menge Projekte, die Sie da initiiert haben.
umschulen eben tatsächlich nicht nur als Lehranstalten zum Vermitteln von vermeintlich richtigem Wissen, also sie als solche zu verstehen, sondern sie tatsächlich auch als Lernorte der Demokratie. Was hat sie eigentlich dazu bewogen? War die Schule nicht demokratisch genug? Ich habe den Eindruck, Sie wählen schon wieder einen leicht provokativen Einstieg. Ich kann es mir gar nicht. Es sind mindestens zwei Stränge, die mich dort nach wie vor sehr motivieren. Das erste ist ein eher allgemeinerer Art. Und das ist der, wir haben das eben gerade schon angeschnitten, bei der Frage, wie verstehen wir eigentlich Schule von morgen? Auf was soll Schule eigentlich tatsächlich leisten? Und ich finde es immer sehr bedauerlich, wenn diese Debatte eher rückwärtsgewandt ist, eher in einem Duktus ist, dass man sagt, es muss alles so sein wie früher. Das finde ich gefühlsmäßig nachvollziehbar, inhaltlich grob falsch. Weil wenn Gesellschaft sich permanent weiterentwickelt, dann muss auch Schule sich weiterentwickeln. Wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fundamental verändern, dann muss es auch für uns der Anspruch sein, dass Schule mit dem, was sie Kindern und Jugendlichen mitgeben kann, sich entsprechend verändert. Und das bedeutet auch eine Veränderung in Schwerpunktsetzungen. Und dafür die Akzeptanz zu schaffen, zu sagen, wie können wir dort eigentlich die Menschen mitnehmen und wie können wir sie locken, die vielen guten Ideen, die vielen guten Ansätze, die es in Schule gibt, auch nach vorne zu tragen, sagen, guckt euch mal an, wie Schule heute und wie ein Blick auf morgen funktionieren kann, was es da alles richtig Gutes gibt. Ich habe von daher sehr dafür geworben und wir haben Anfang der Wahlperiode das Projekt Bildung 2040 ins Leben gerufen. Das Projekt hat gar nicht den Auftrag gehabt, jetzt so besonders den Bereich Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Fokus zu nehmen, sondern viel genereller drauf zu schauen und zu sagen, was ist eigentlich unsere Erwartung an Schule von morgen? Und wie kriegen wir auch miteinander gerade gezogen, dass Schule übrigens nicht alles leisten kann? Also diese Idee, wir packen da immer mehr und mehr und mehr rein und noch ein Thema und noch, das funktioniert nicht. Also dafür aber sehr bewusst einen Freiraum zu organisieren. Ehrlich gesagt, ein total spannender Prozess, insbesondere wenn man sich dann so über die 5 Jahre hinweg anschaut, wo geht dort Reise hin, was passiert eigentlich alles Gutes. Finde ich, das war ein Punkt der im Grundsatz. Und der zweite ist, dass wir ja, wenn wir uns diese Entwicklungen, diese Veränderung von Gesellschaft anschauen, sehen können, was tut sich eigentlich alles gerade im Bereich von Demokratie, Frieden, Freiheit, Europa, wie nicht bedingt nicht durch Fehler von Schule, sondern durch insgesamt in der Entwicklung. Wie wichtig ist es eigentlich heute, dass wir diese Werte an Schülerinnen und Schüler vermitteln? Und wie sehr geeignet ist eigentlich der Ort Schule dafür, weil dort alle Schülerinnen und Schüler, alle Kinder, alle Jugendlichen zusammenkommen. Dort solche Werte stärker zu vermitteln, nicht weil es schlecht gewesen ist, ganz ausdrücklich nicht, sondern weil die Erfordernisse sich verändern, weil die gesellschaftliche Rahmenbedingungen sich verändern, dann auch das voranzutreiben. Und vielleicht an zwei Beispielen, wo ich mal, wir finden vielleicht noch viel mehr, aber die mich immer wieder begegne. Der eine Punkt, klar zu machen, wir müssen in Schule einen Raum finden, wo man sich lernt zu streiten. Und dass Streit nichts Schlechtes ist, sondern etwas Wesentliches, etwas Essentielles für unsere Demokratie, dass wir lernen und befähigt sind dazu, uns in der Sache richtig kräftig streiten zu dürfen und trotzdem in der Lage danach sind, persönlich miteinander zu arbeiten und auch zu ertragen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, das ist ja nichts Schlimmes. Dafür Raum zu geben. Weil das die Grundlage ist dafür, dass junge Menschen sich engagieren in unserer Demokratie. Ihnen klarzumachen, Demokratie ist nichts, was irgendjemand von oben verordnet, dann ist sie da, sondern sie will von uns allen immer wieder neu errungen werden. Schon gar nichts, was die Politik zu leisten hat. Das ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel. Ich frage mich mal, wer die Politik dann ist. Und ein zweiter Punkt, und den erleben wir ja nun wirklich in trauriger Tagesaktualität. Wir haben das große Geschenk, dass wir seit Jahrzehnten bei uns in Frieden leben dürfen. Etwas, was bei mir zumindest der Großelterngeneration völlig fremd war. Das gab es nicht, sondern Kriege und all die schrecklichen Auswirkungen haben das eigene Leben in fürchterlichster Weise auf den Kopf gestellt. Und auch dort immer wieder zu transportieren,
Wer dieses Geschenk von Frieden, wer dieses Geschenk von Europa, europäischer Zusammenarbeit, von Vielfalt, wer das haben will, ja, der muss sich dafür einsetzen. Das bedeutet dann in der Konsequenz auch, wenn wir sagen, es muss stärker als bisher berücksichtigt werden, dass wir auch dafür die Grundlagen schaffen. Dazu gehören beispielsweise die Erlasse, aber dazu gehört dann eben auch der Rahmen, das machen zu dürfen. Und dazu gehört auch die Rückenstärkung, dass wir den Schulen und auch den Lehrkräften sagen, wir begrüßen es ausdrücklich, wenn ihr solche Debatten führt. Das ist gelegentlich mal den Hinweis bekommen, politische Auseinandersetzung gehört nicht in Schule, wo es mir kalt den Rücken runterläuft. Ja, wo denn sonst hin? Also als könnte Schule frei von Debatten sein, von Auseinandersetzung. Ja, sie sind sachgerecht zu führen, das ist das Entscheidende. Beutelsbacher Konsens, vernünftig zu führen, das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, jungen Menschen eine Meinung aufzupfropfen, sondern sie zu ermuntern, eine eigene zu entwickeln. Wenn man dann sieht, was es auch an guten Ansätzen gibt, an wirklich spannenden Ideen, das sind echt die Punkte, die einem richtig Spaß machen in der Arbeit, das dann auch zu sehen. Wir müssen unbedingt gleich noch genau stärker darauf eingehen, denn es ist für uns von großer Relevanz, mit Ihnen heute eben zu diskutieren, zum Beispiel, was für ein politischer Raum ist Schule. Bevor wir da aber verstärkt darauf eingehen, würde ich gerne nochmal auf diesen Prozess des Projekts Schule 2040 eingehen. Wir sind ja in unserem Podcast eben auf der Suche nach Freiräumen und es scheint mir, dass Sie sich in diesem Projekt genau auch auf so einen Weg begeben haben, um zu schauen, was kann man eigentlich machen, und haben unterschiedliche AkteurInnen dort mit einbezogen. Können Sie das einmal skizzieren und auch sagen, wie Sie diesen Prozess erlebt haben? Sie haben ihn vorhin als spannend beschrieben. Ja, also erstens, das ist genau der Begriff, den ich verwenden würde. Dieses Projekt haben wir deshalb explizit benannt und auch konzipiert, um sich den Freiraum für die Diskussion zu schaffen. Das würde im Tagesgeschäft ansonsten untergehen. Der Kalender ist von uns allen immer so gut gefüllt, wenn wir nicht ganz bewusst diese Lücken dort reinbringen, dann wird das. Und das Projekt ist, empfinde ich nach wie vor auch deshalb so spannend. Wir haben gerade letzte Woche die jüngste Meilensteintagung gemacht, die wir ganz bewusst nicht als Abschluss gesehen haben. Das wäre auch ziemlich skurril, wenn sich das Projekt Bildung 2040 nennt. Aber zu sehen, wie es auch funktionieren kann und wo wir am Anfang auch gar nicht wussten, wo landen wir am Ende eigentlich konkret. Erstens war der Punkt, wir wollten möglichst viele ermuntern, sich zu beteiligen. Und all das, was sie umtreibt an Ideen, auch ganz bewusst an Visionen mit einzubringen. Gab ja mal jemanden, den Bundeskanzler AD, den ich sehr schätze, wo ich aber eine Aussage für kategorisch falsch halte, der gesagt hat, mit Visionen möge man zum Arzt gehen. Ich habe gesagt, wer Visionen hat, der möge ins Kultusministerium kommen. Da ist er nämlich gut aufgehoben damit. Die haben wir als erstes eingesammelt in dezentralen Veranstaltungen quer übers Land gelegt und den Prozess organisiert. Dann aber auch gesagt, es reicht ja nicht, wenn wir uns jetzt gegenseitig Visionen erzählen, sondern wir müssen daraus Ableitungen treffen. Das ist dann in die Zeit der Pandemie reingefallen. Die Zeit der Pandemie hat leider viele Präsenzveranstaltungen verhindert. Wir haben das aber dann in digitalen Veranstaltungen weitergedacht und haben Ableitungen daraus getroffen. Und diese Ableitungen haben dann häufig in wechselnden Gruppen, aber immer mal wieder auch wiederkehrend die gleichen Akteure konkretisiert. Und haben gesagt, was bedeutet das eigentlich? Und dann ist dieses Projekt in zweierlei Hinsicht auch in Umsetzung gegangen. Das eine ist, dass wir versuchen natürlich auch bei unserem tagesaktuellen Handeln immer wieder auch die Grundgedanken, die in diesem Projekt formuliert werden, einfließen zu lassen. Ein Grundgedanke, der daraus sehr greifbar ist, war zu sagen, organisiert den Schulen mehr Freiheiten. Gebt ihnen einen Rahmen, aber in diesem Rahmen können sie sich bewegen. Ein, wie ich finde, ganz greifbares Beispiel dafür ist, dass wir zum Beispiel im Primarbereich gesagt haben, wir ermöglichen ein Flexibilisieren von Stundentafeln. Das heißt, es muss nicht jede Woche eine Anzahl X an Stunden in einem bestimmten Fach geleistet werden, sondern man kann das auch in Projekten bündeln und kann Schwerpunkte setzen. Wie gesagt, ein zugegebenermaßen sehr kleines Beispiel, aber um es ein bisschen greifbarer und begreifbarer zu machen.
Und zweitens, wir haben zum letzten Schuljahr Schulen aufgefordert, sich zu bewerben, Zukunftsschule zu werden. Über 60 Schulen nehmen jetzt im ersten Aufruf daran teil. Diese Schulen haben für sich einen Weg gefunden, wie sie Schule anders als bisher aufstellen möchten. Teilweise geht das durch eigene Schwerpunktsetzung, teilweise auch dadurch, dass wir ihnen den Rechtsrahmen erleichtern, um genau diese Möglichkeiten zu schaffen, sich auszuprobieren und zu sagen, kriegen wir eigentlich diese Veränderung organisiert. Ich war in der letzten Woche gerade, habe eine Zukunftsschule ausgezeichnet. Die haben zum Beispiel diese sehr starren Fächergrenzen schlicht und ergreifend aufgebrochen und haben verschiedene Fächer zusammengeführt unter ein Dach und vermitteln dort Schülerinnen und Schülern dann übergreifender und zusammenhängender, als das in unterschiedlichen Fächern möglich ist, Themen. Und der Satz, den ich sehr bemerkenswert fand, war, dass die Lehrkräfte gesagt haben, die Schülerinnen und Schüler hätten eine unheimlich steile Lernkurve, hätten aber zwischendurch gefragt, ob das eigentlich noch Unterricht sei. Und genau so etwas hervorzukitzeln, das nach vorne zu stellen und sagen, seht mal, was alles geht. Das ist die Idee, die sich dahinter verbirgt. Mir war wichtig, ich will nicht ein Projekt, das in einer bunten Broschüre endet, davon haben wir genug, sondern ich möchte ein Projekt, wo man auch sieht, die, die es möchten, werden auf diesem Weg hin unterstützt. Und wir wollen ja nicht dabei enden, sondern der nächste Aufruf zu Zukunftsschulen kommt, um genau das zu ermöglichen. Es geht aber einher. Und deswegen ist die Debatte an sich auch so wichtig gewesen. Es geht damit einher, dass wir das Vertrauen haben, dass unterschiedliche Wege dennoch gleich gut sind. Und das fällt, und wenn ich jetzt uns sage, dann bin ich eher bei der Elternsicht. Ne? Das fällt uns Eltern natürlich am schwersten, weil wir sehen, Kind A auf der Schule lernt das, mein Kind lernt etwas anderes. Kann das denn richtig sein? Und zu akzeptieren, ja, das ist es. Und das ist auch gut, dass wir diese Möglichkeiten haben. Dafür brauchen wir auch allein den Raum für Debatte, um dort auch das immer wieder auch zu wägen, ist auch durch auch kritisch zu wägen. Ne? Ist auch nicht ausgeschlossen, dass die eine oder andere Zukunftsschule sagt, der Weg, den wir uns vorgestellt haben, der geht so nicht. Aber auch das ist okay. Also auch das muss Teil dieses Projektes sein dürfen. Und deswegen habe ich vorhin etwas verkürzt gesagt, das finde ich total spannend, das zu sehen, weil es nämlich den Schulen eben auch gelingt, alle mitzunehmen dabei. Und dieses ein bisschen aufzubrechen, wie war es eigentlich früher, so wie es früher war, muss es heute sein, dann ist es gut. Nein, da müssen wir von wegkommen. Ja, Tonne, Sie haben gesagt, dass wir dieses zweite Feld auch provokativ einsteigen, aber Sie wissen ja auch alleine schon mit dem Titel unseres Podcasts, Sie gewinnen uns natürlich mit Ihrer Idee, Schule zu gestalten und nach vorne zu schauen, freie Räume zu suchen. Das ist genau das, was wir ja auch mit diesem Projekt hier verfolgen. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch die Idee, dieses Podcast so richtig dann in das Thema einzusteigen. Und dann braucht es auch die ein oder andere provokative Frage. Und zu Ihrem Projekt und zu den Erlassen habe ich tatsächlich noch eine. Wir werden dann aber gleich auch, Frau Pachan hat es schon angesprochen, nochmal zu Ihrem Herzensthema intensiver kommen, nämlich zu der Schule als auch Sozialisationsraum, als Freiraum auch für politische Diskurse. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, den wir stärken müssen, wenn wir das die Idee von Mündigkeit tatsächlich ernst nehmen wollen und junge Menschen, Kinder und Jugendliche ernst nehmen wollen, dann brauchen wir genau diese Räume auch. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber ich habe beispielsweise mit meinen Studierenden mir die beiden Erlasse BNE und Demokratiebildung auch nochmal genauer angeschaut. Ich bin auch Landesvorsitzender der DVPB. Wir hatten auch die Möglichkeit, in dem Prozess involviert zu sein. Und wir haben diese Initiativen immer auch unterstützt. Wir haben aber gleichzeitig auch so eine Sorge formuliert, die damit verbunden ist, dass es vielleicht zu so einem genau gegenteiligen Effekt kommen kann, den Sie gerade auch beschrieben haben, nämlich zu so einer Entpolitisierung von dem, was wir eigentlich schon lange kennen, nämlich politische Bildung. Wenn wir quasi neue Begriffe etablieren mit der Demokratiebildung oder der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und vor allem, wenn, und jetzt zitiere ich mal Studierende in meinem Seminar, mit denen ich mir die Erlasse angeguckt habe, wenn aus den Erlassen eigentlich keine zwingende Konsequenz hervorgeht. Also gerade der Demokratiebildungserlass ist ja ein ganz spannender Erlass. Er gibt auch ganz viele Handlungsmöglichkeiten, zeigt sie auch Kooperationsmöglichkeiten, Partnerinnen und Partner. Aber er bleibt
Und jetzt bin ich noch einmal provokativ. Er bleibt eigentlich ein zahnloser Tiger. Also wir haben bei dem BNE-Erlass beispielsweise die BNE-Beauftragten. Ich habe mich immer gefragt, warum haben wir sie nicht für politische Bildung oder für Demokratiebildung als so übergeordnete Aufgabe der Schule, als demokratischer Auftrag der Schule? Genau. Wie schätzen Sie das ein? Ich werbe als erstes dafür, sich mal die Genese anzuschauen. Die Genese ist, dass wir es erstmals nicht nur in Niedersachsen, sondern übrigens auch darüber hinaus geschafft haben, Erlass zum Thema Demokratiebildung, Erlass zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auf den Weg zu bringen. Erlasse, die übrigens überhaupt nicht im Duktus sonstiger Erlasse sind, sondern quer dazu liegen. Und deswegen hat von uns niemand den Anspruch und die Erwartungshaltung, dass mit dem erstmaligen Erstellen alles perfekt und gut ist. Mir war aber wichtig, dass wir genau diesen Schritt auch gehen, dass wir es endlich einmal schaffen, so etwas auch in die Welt zu setzen und diese Grundlage auch zu haben. Ohne das jetzt Kolleginnen und Kollegen um den Bundesländern herum vorzuwerfen, Niedersachsen hat das jetzt. Und jetzt können wir damit und auch daran arbeiten und auch schauen, was für Erfahrungen machen wir damit. Das war der erste Punkt. Wie gesagt, ich glaube auch in der Tat, Erlasse sind eine ganz wichtige Grundlage. Aber im Kern sind beide Themen, Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, doch nicht dann gut, wenn ich im Ministerium sage, jetzt ist der Hebel von 1 auf 2 umgelegt und so ist es zu machen. Dadurch ist der Mehrwert noch nicht da. Und dadurch ist auch der Gewinn noch nicht da. Deswegen, ich glaube, wir können uns über den Erlass immer wieder streiten. Der ist ja auch nicht in alle Ewigkeit gemeißelt, sondern wenn wir die Erfahrung gemacht haben, was bedeutet das eigentlich, auch zu schauen, kann und muss man das anders unterfüttern. Also gerade beim Thema BNE haben wir ja auch gesagt, das kommt jetzt nicht ergänzend nochmal on top, sondern im Zweifelsfall ist dort eine Schwerpunktsetzung auch ersetzend zu anderen Themen, die ansonsten in Schule stattfinden, weil so ein Tag ist endlich, auch ein Schultag ist endlich. Das ist einmal auch die Erkenntnis, die wir haben. Zweitens, und auch darüber, finde ich, kann man gerade, wenn man mit solchen Erlassen beginnt, auch sich auf den Weg macht, sich trefflich drüber streiten, ob es sinnvoller ist, den Zwang auszuüben, bestimmte Dinge machen zu müssen, oder auf der anderen Seite intrinsisch dort, wo man motiviert ist, das zu stärken und es hervorzurufen. Ich glaube, wir finden für beide Seiten Pro und Contra. Wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden, weil wir auch sehen, wie viele gute Initiativen in Niedersachsen es überhaupt auch schon gibt. Wenn ich mir angucke, wie viele Schulen sich auf den Weg machen, Titelschule zu sein, Schule ohne Rassismus, UNESCO-Projektschule, Umweltschulen, und die ganze große Bandbreite, die es gibt, Europaschulen, dann sehen wir, dass eigentlich genau das, was ich unterstützen möchte, nämlich dass Schulen sich selber Schwerpunkte suchen, diese Schwerpunkte nicht um des Türschildes willen tragen, sondern es im gesamten Schulleben verankern. Also nicht auf die Klasse, der Klassiker, auf die Stunde Politik reduzieren oder weil wir es machen müssen, Jahrgang 9 machen wir das, sondern weil sie es im gesamten Schulleben leben und dort auch verankern, dass das besonders wertvoll ist. Das ist im Zweifelsfalle ein bisschen langsamer, als wenn ich sage, es muss jetzt so sein. Aber dafür wird es inhaltlich stärker gefüllt. So, und ne, auch das ist jetzt das, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt meine These, weswegen wir das so gemacht haben. Das wird man auch darauf überprüfen müssen, ob das ausreichend wirkt oder ob man es nicht weiterentwickeln muss. Aber wir haben die Erlasse, insbesondere den Demokratiebildungserlass, ja insgesamt in das Projekt demokratisch gestalten eingebettet. Und haben gesagt, das ist jetzt nicht ein singulärer Punkt, sondern wir haben das ja mit weiteren Strängen auch ergänzt. Ich erinnere an den Bereich, Schülerinnenmitbestimmung gerade im Primarbereich zu stärken. Ich erinnere an den Bereich Friedensbildung, den wir mit etabliert haben. Also da ist eine ganze Menge, was parallel dazu läuft. Und wenn man sich das in Summe anschaut, glaube ich, auch sehr viel um den Gedanken, den wir mit dem Erlass Demokratiebildung setzen möchten, auch zu bestärken. Und letztlich übrigens auch immer wieder auch Lehrkräften den Rücken zu stärken, wenn wieder so eine wirklich widerliche Attacke von der Seite kommt, sie in dem, dass sie Meinungsbildungsprozesse bestärken, beschränken zu wollen. Ich erinnere an solche unsägliche Ideen wie Meldeportale und so ein
Elend. Genau diese haben wir auch bei uns hier noch auf unserer Liste an Themen, die wir gerne mit Ihnen ansprechen möchten. Deshalb nehme ich den Punkt gleich mal auf und habe noch viele weitere Fragen. Aber Sie sagten gerade, was ist genau, wenn solche Meldeportale kommen? Wir hatten die Situation und Sie haben jetzt gerade skizziert, die Schulen können sich Schwerpunkte setzen und wir brauchen Querschnittsthemen. Das geht unterschiedlich schnell. Aber was ist, wenn der Weg nicht überall begonnen wird überhaupt? Und wie gehen wir dann damit um? Also haben Sie sich da für den Fortlauf der Erlasse oder eben auch dem Umgang mit diesen Ziele gesetzt, wie Sie das auch sich anschauen, evaluieren, wie Sie betrachten, inwiefern zum Beispiel Schwerpunkte an den Schulen gesetzt werden und ob dann Schule eben ein entsprechender politischer Raum ist? Also ich habe nicht harte Faktoren vor Augen, wo ich sage, in einem Vierteljahr fange ich mal an abzuhaken, was ist da, was ist nicht da, sondern wir werden, genauso wie wir das durch diese Wahlperiode getragen haben, wir haben ja auch nicht alle Maßnahmen auf einmal gehabt, sondern die wurden ja auch Schritt für Schritt auch immer an den Bedarfen orientiert entwickelt. So werden wir uns das auch weiterhin angucken müssen. Jetzt sind Erlass BNE, Erlass Demokratiebildung, sind für Erlasse ja noch vergleichsweise jung. Und ich glaube, man wird ihnen fairerweise auch die Möglichkeit geben müssen, zu wirken. Aber ich finde, es gibt sehr viele Rahmenbedingungen, woran man sehen kann, wie sehr Schulen das aufgreifen. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass es sehr lohnenswert ist, immer wieder das, was alles Gutes läuft, auch voranzustellen. Ich konnte mir im Großraum Hannover etliche Schulen angucken, die total weit darin sind, Kinderrechte und Kindermitbestimmung in der Grundschule zu stärken und auszubauen. Bemerkenswert gute Veranstaltung. Also all denjenigen, die einem erzählen wollen, dass Grundschülerinnen und Grundschüler keine Meinung haben oder selbige nicht reflektiert äußern können, die möchte man in diese Schulen schicken und sagen, guckt euch das mal selber an. Und dann kommt ihr sehr geläutert dabei wieder raus. Wir haben jetzt dort vor der Hand, das jetzt ein Teil des Landtagswahlkampfes auch sein, aber ich bin da sehr dankbar für, dass auch entsprechende Unterstützung signalisiert wird, dass ein nächster Schritt ja auch zum Beispiel sein kann, an ein Schulgesetz heranzugehen und die Schülermitbestimmung in der Grundschule dort auch zu verankern. Das ist also nicht mehr als nettes Add-on zu haben, sondern einfach da auch weiterzugehen. Das ist jetzt noch nicht, ne? Das ist nicht der ganz große Wurf über alle Schulen, aber es ist ein nächster Schritt. Und wenn Sie fragen, wie wollen Sie das eigentlich weitermachen? Ja, dass wir immer wieder anhand solcher Indikatorik uns angucken, wie kommen wir dort auch schrittweise voran, wie entwickeln wir es weiter und was sind notwendige nächste Schritte? Und ich habe für mich jetzt nicht einen Zettel vor Augen zu sagen, wenn diese 5 Punkte nicht landesweit erfüllt sind, dann aber, sondern das auch in diesem Zusammenspiel weiterzuentwickeln. Das hat sich die letzten Jahre sehr bewährt. Dann können wir einmal ganz konkret nochmal nachfragen. Sie haben jetzt angesprochen, die Mitbestimmung an Grundschulen zu stärken. Jetzt sind die Mitbestimmungsrechte von Schülerinnen und Schülern ja auch an den weiterführenden Schulen nicht so weitgehend, wie wir uns das vorstellen könnten und wie auch andere Länder das machen. Also die entscheidenden Gremien sind nicht paritätisch besetzt. Ist das auch etwas, was Sie angehen wollen in Zukunft? Ich finde das, also exakt das ist eine Diskussion, die habe ich gerade mit dem Landesschülerrat angestoßen und gesagt, lass uns bitte mal an den Tisch kommen und sagen, was wären denn hier unsere Ideen miteinander? Weil ein Punkt, den fand ich sehr bemerkenswert. Und da, finde ich, müssen wir uns in der Debatte auch ehrlich machen. Im vergangenen Jahr, nachdem wir den langen Lockdown im Januar, Februar überstanden haben, habe ich spätestens ab Mitte März, vielleicht sogar schon ein bisschen eher, nahezu täglich Berichte lesen dürfen, wie es Kindern und Jugendlichen geht. Das, was alle Berichte gemeinsam verbunden hat, waren, dass Erwachsene sie geschrieben haben. Also, dass mir Erwachsene erzählt haben, wie es Kindern und Jugendlichen geht. Und die Forderung, die immer wieder drin war, zu sagen, jetzt bitte schön mal dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche richtig mitentscheiden dürfen. Ja, fand ich immer sehr spannend, diese Forderung und auch die Formulierung. Aber in der Konsequenz muss es dann ja bedeuten, in der Tat, dass Kinder und Jugendliche einen Raum haben müssen, wo sie mit diskutieren dürfen. Aber als Schlussfolgerung
dann bitteschön auch mitentscheiden dürfen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob all diejenigen, die es mir aufgeschrieben haben, das in der Konsequenz auch so gemeint haben. Aber diese Diskussion möchte ich gerne als nächstes führen, zu sagen, wie kriegen wir das auch so umgesetzt? Und das bedeutet übrigens im Zweifelsfall, dass es auch an die Wohlfühlräume von Erwachsenen herangeht. Aber folgerichtig. Also da sind wir jetzt in den Debatten drin. Ich bin neugierig, auf was man sich da committen kann. Finde es aber richtig. Und wenn man von der Ausgangsthese kommt, zu sagen, da muss mehr möglich sein, dann ist die Konsequenz auch. Ich sage, darüber bin ich gerne bereit zu sprechen. Aber es hat dann auch mit richtigen Ergebnissen zu tun. Also auch mit, womit entschieden wird. Und nicht nur, wo, wenn die Debatte beendet ist, sie vor die Tür gesetzt werden, bildlich. Herr Tonnes, Sie haben das jetzt sehr diplomatisch formuliert. Ich höre zwischen den Zeilen raus, dass Sie die Initiative nicht verkehrt finden würden, wenn Schülerinnen und Schüler und SVen auch mehr Mitbestimmungsrechte bekommen und entscheidende Gremien möglicherweise dann in Zukunft auch paritätisch besetzt werden. Das wäre doch eine spannende Aufgabe für die nächste Legislatur, wenn Sie da noch Kultusminister sind. Wir wollen tatsächlich jetzt einmal nochmal den Bogen etwas breiter spannen. Jetzt haben wir so zwei, drei konkretere Fragen besprochen, die natürlich auch damit zu tun haben, wie Schule eigentlich ein Raum, ein Freiraum werden kann. Und Sie selbst haben das Thema schon angesprochen. Wie politisch darf eigentlich die Schule sein? Wie sehr sollen da auch politische Kontroversen ausgehandelt werden, auch mit Schülerinnen und Schülern? Wie sehr nehmen wir sie ernst in solchen Diskursen? Und ein Eindruck, der sich so in den letzten Jahren zumindest mir, ich forsche selber auch im Feld der politischen Bildung, immer wieder aufgedrängt hat, ist, dass wir die Schule eher davor bewahren wollen. Sie haben das gerade aus Ihrer Erfahrung auch beschrieben, also die Schule eher so davor schützen. Es gibt noch Schulgesetze, in denen der Begriff des Schulfriedens ganz stark hervorgehoben wird und dieser Begriff dann gerne auch genutzt wird, um politische Initiativen von Schülerinnen und Schülern oder auch von Lehrern und Lehrern dann quasi zu unterbinden, um den Schulfrieden nicht zu gefährden. Wir kennen tatsächlich auch Initiativen wie die Meldeportale, die eigentlich Denunziationsplattformen waren, bei denen Lehrkräfte gemeldet werden sollten, die nicht gepasst haben, vermeintlich. Und all das baut natürlich auch Druck auf in einer hochpolitischen Zeit, einer Zeit mit vielen gesellschaftspolitischen Herausforderungen. An uns herangetragen oder an mich herangetragen sind auch Beispiele jetzt ganz aktuell zum Krieg in der Ukraine, wenn Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Lehrkräften Solidaritätsveranstaltungen machen wollten, Plakataktionen geplant haben, dann sind die teilweise unterbunden worden, auch immer mit dem Argument, dass die Schule ein politisch neutraler Raum zu sein hat. Und Sie haben sich dazu schon oft geäußert und ich muss ehrlich sagen, ich bin Ihnen als politischer Bildner dafür sehr dankbar. Sie haben immer klar Position dazu bezogen. Und nichtsdestotrotz braucht es, glaube ich, mehr als nur Haltung zeigen. Es bräuchte tatsächlich eine Veränderung in der Schulkultur, damit diese Räume geschaffen werden, damit die Schule auch tatsächlich als ein politischer Sozialisationsraum wirken kann. Also dass Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte die Räume dafür bekommen. Wie sehen Sie das und haben Sie Ideen, wie wir das hinbekommen, dass die Schule so entwickelt hat? Also meine Grundthese ist, dass Kern des Ganzen trotzdem sein wird, eine entsprechende Haltung zu zeigen und auch Haltung zu vermitteln, dass das ganz wesentlich ist für all das, was wir an Prozessen auch anstoßen möchten. Der Begriff von Schulfrieden ist einer, der mich ehrlich gesagt zutiefst stört, weil er bedeutet in der Logik, dass es davor irgend so etwas wie einen Schulkrieg gegeben haben muss. Wie unpassend solche Begrifflichkeit wäre, erfahren wir nicht erst in diesen Tagen. Von daher tue ich mich auch schwer mit Formulierung, finde sie immer so etwas sehr leicht dahingesagt. In der Regel wird das ja verstanden, dass wir schulorganisatorisch und schulformbezogen keine Veränderungen vornehmen. Ich habe für diese Debatte nur sehr bedingt Verständnis. Das erscheint mir eher etwas zu sein, worüber man sich vor 40, 50 Jahren beherzt in der Theorie streiten konnte, was in der Praxis aber nur begrenzt weiterhilft. Schule ist kein neutraler Raum. Schule darf auch kein neutraler Raum sein. Das wäre ein riesengroßes Missverständnis. Ich vermute,
dass das sehr häufig fälschlich daraus abgeleitet wird, dass es leider insgesamt geschafft worden ist, Begrifflichkeiten wie Streit, wie politische Meinung und auch politischen Diskurs als fast als Schmuddelbegriffe zu belegen und den Eindruck zu vermitteln, davon müsse man sich fernhalten. Daher kann die Schlussfolgerung ja daraus eigentlich sein, nein, natürlich muss das in Schule stattfinden. Natürlich brauchen wir auch diese Debatten, die an ganz unterschiedlichen Stellen möglich sind, ganz unterschiedlich sein können zu Bildern, die man vielleicht als erstes vor Augen hat, wenn man an Bundestagsdebatten oder Landtagsdebatten denkt. Das ist weit weg davon. Aber wir haben immer sehr deutlich gesagt, selbstverständlich müssen wir in Schule dazu auch anhalten, kontrovers, genauso wie auch reflektiert zu debattieren miteinander und das immer wieder auch zu unterstützen. Nochmal, es geht nicht darum, dass Lehrkräfte sagen, das ist meine Meinung und jetzt habt ihr diese Meinung. Zu meiner Zeit hätte das die Garantie gelegt, dass danach die Klasse sehr geschlossen die gegenteilige Meinung vertreten hätte. Aber das auch immer wieder hervorzukitzeln. Und das geht aber an vielen Stellen weniger auf dem Wege der Verordnung, als vielmehr auf dem Wege, dass wir dafür eine entsprechende Haltung auch befördern. Ich will ganz deutlich sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass ich sie neu befördern muss, sondern dass sie an ganz vielen Stellen gelebt wird und dass auch entsprechend gehandelt wird. Dass wir aber dort, wo wir sehen, dass es nicht passiert, aus falschen Erwägungen oder falschen Begründungen, dass wir da auch nochmal gucken, wie können wir auch da unterstützen. Also wenn man sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzt und für Werte wie Freiheit, wie Frieden, wie Demokratie eintritt, wo gehört es denn mehr hin als in unsere Schule? Also das ist ja auch nicht davon, also damit kann man ja keinen im Sinne von des Beutelsbacher Konsenses überwältigen, sondern das ist die Grundlage. Die Grundlage ist unseres Grundgesetzes. Da muss nicht überwältigt werden, sondern auf dieser Basis arbeiten wir. Also haben sich übrigens auch alle Lehrkräfte verpflichtet, für selbige einzutreten. Von daher sind selbstverständlich auch die Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Wunsch, auch solidarisch zu sein, auch sich für Frieden zu engagieren, etwas, was mitten hineingehört in unsere Schulen. Und das kann unterstützt werden, dort, wo wir Hinweise bekommen, dass dort möglicherweise durch Druck von außen oder wo auch immer das sein kann, von so etwas Abstand genommen wird, ruft das bei mir immer eine sehr klare Reaktion hervor, nämlich dass ich in der Regel dann auch vor Ort bin und sage, selbstverständlich wird das gemacht und ihr habt die ausdrückliche Unterstützung von uns, auch so vorzugehen. Da würde ich gern einmal nochmal vertieft darauf eingehen, weil Sie haben das gerade so schön gesagt, Schule ist kein politisch neutraler Raum und er darf es auch nicht sein. Und jetzt haben wir aber die Situation erlebt, 2017 mit den Meldeportalen. Wir hatten die Situation 2020, wo es die Corona-Proteste, die großen gab in Berlin. Wir alle haben die Bilder vor dem Reichstagsgebäude vor Augen. Und wir haben auch die Situation jetzt im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Und nun gibt es politische Bildnerinnen und Bildner, Lehrkräfte der Gesellschaftswissenschaften, denen würde ich jetzt mal sagen, dass oft so zugeschoben wird, darum müsst ihr euch kümmern. Und wir sehen es bei uns zum Beispiel an der Universität auch, die Studierenden, die zu dieser Zeit, wo diese Proteste sind, wo diese unsicheren Situationen, Kriegssituationen entstehen, auf einmal vor der Aufgabe stehen, zu schauen, welche Rolle nehme ich als Lehrkraft, die nicht unbedingt Politiklehrkraft oder Geschichtslehrkraft ist, ein. Und die Rückmeldung, die ich von Studierenden im Seminar erhalten habe, ist, es wird gar nicht thematisiert und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Beziehungsweise sagen dann Kolleginnen und Kollegen, die als Mentorinnen und Mentoren in den Schulen arbeiten, in Teilen, das ist wie gesagt immer nicht auf alle bezogen, da müssen wir erstmal schauen, wie wir damit umgehen. Das wird dann in den einzelnen Fächern gemacht. Da kommen wir eigentlich zurück zu dem, was wir vorhin hatten. Inwiefern muss man nicht vielleicht doch aber manchmal alle dazu auffordern, diese Haltung zu entwickeln, die Sie benannt haben? Denn ich denke auch, dass es die unbedingt braucht, um Haltung auch wieder vermitteln zu können. Aber klar können wir niemanden zwingen zu sagen, ihr müsst jetzt dies und jenes machen.
aber Lehrkräfte schon regelmäßig an ihre Verantwortung und auch Aufgabe zu erinnern. Das könnte schon geschehen, oder? Die Frage, so wie sie gestellt ist, kann nur mit einem klaren Ja beantwortet werden. Ich möchte halt an zwei Punkten ein bisschen einschränkend sein. Wenn ich sage, mit einem klaren Ja beantwortet werden, birgt das immer die Gefahr in sich, dass man den Eindruck erweckt, irgendwie machen sie das alle nicht. Dann will ich ganz deutlich sagen, da bin ich weit, weit weg von diesem dem Vorwurf. Ich finde es in der Tat auch sehr, sehr greifbar, sehr nachvollziehbar. Wenn ich als Lehrkraft unterwegs bin und jetzt auf einmal einen Diskurs zu führen habe, den ich vorher nicht führen musste, dass ich damit auch erstmal eine gewisse Unsicherheit mit in mir habe, wie mache ich das am sinnvollsten. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Und dass man sich darüber auch Gedanken macht und auch sagt, bin ich jetzt eigentlich dafür die richtige Person, brauche ich Unterstützung, finde ich auch einen Gedankengang, der sehr nahe liegt. Wenn ich an den Ukraine-Krieg erinnern darf, seitens des Kultusministeriums sehr schnell Materialien zur Verfügung gestellt und gesagt, hier mit diesen Materialien könnt ihr das Thema bei euch auch in den Unterricht einbringen und einfach versucht, diesen Prozess auch zu bestärken. Jetzt haben wir aber, wenn man sich das anschaut, eine Pandemie vor der Hand gehabt. Und wenn wir ehrlich sind miteinander, dann hat keiner eine Idee gehabt, ob das, was man jetzt gerade macht, ob das, was jetzt gerade Stand der Dinge ist, auch morgen, auch übermorgen noch gilt. Dass da auch sehr viel Unsicherheit drin ist, sagen, wie kann man das auch richtig thematisieren? Das haben wir alle gehabt bei den Entscheidungsprozessen, die wir zu treffen hatten. Es gab keine Schublade, die wir aufziehen konnten und sagen, so ist es. Beim Krieg mit der Ukraine, dass wir nach Jahrzehnten, in denen wir in Frieden leben durften, jetzt eine solche Situation haben, dass das auch etwas ist, worauf man sich dann einlassen muss, was nicht einfach ist, gehört auch mit dazu. Corona-Proteste müssen wir ertragen. Das ist Teil der Debatte. Die Frage ist, wo es, also nicht die Frage, sondern die entscheidende Stelle ist, bis wohin muss man es ertragen. Da kann jeder von uns, glaube ich, nach den 2 Jahren auch gute Beispiele finden. Also wenn dann die Privathäuser von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in den Fokus geraten, ist das, glaube ich, sehr einfach sozusagen zu bewerten. Aber auch damit müssen wir umgehen. Übrigens auch, dass auch die Lehrkräfte in Niedersachsen eine große Breite an Meinungen dazu persönlich vertreten. Auch die Erfahrung haben wir ja gemacht. Wir hatten eingangs das Meldeportal beschrieben. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Also das ist ja nun richtigerweise völlig gefloppt, das Ding, und spielt keine Rolle mehr. Auf so einen Quatsch können wir auch getrost verzichten. Das braucht keiner. Wenn da einige Fehlgeleitete sind, die den Begriff neutrale Schule neu definieren müssen, dann muss man denen im Ansatz entgegentreten. Ich finde, das ist bei uns, habe aber auch den Eindruck, ehrlich gesagt, bundesweit gut gelungen, dass dieser Unsinn keine Rolle spielt. Ich würde Ihre optimistische Sicht gerne teilen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so ist. Ich glaube, diese Portale sind glücklicherweise gescheitert. Aber Sie haben doch eine Idee nochmal in den Köpfen einiger Lehrkräfte zumindest entwickeln lassen, wie neutral nun Schule sein darf oder nicht. In Niedersachsen gab es dazu klare Positionierungen, in anderen Bundesländern glücklicherweise auch. Ich glaube, wir brauchen sie immer und immer wieder. Wir merken das auch, wenn wir mit Studierenden arbeiten. Auch dort ist diese Idee erstmal, die Schule sei ein neutraler Raum, ein politisch neutraler Raum. Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Diese Idee ist schon auch bei den Studierenden immer noch sehr verankert und ich glaube auch bei vielen Lehrkräften, und das ist in den allermeisten Fällen gar nicht quasi mit einer bösen Absicht verbunden, sondern eher quasi mit der Vorstellung, dass man sich natürlich parteipolitisch zurückhält in der Schule, und das ist ja auch richtig, aber dass sozusagen sich daraus so ein Selbstverständnis entwickeln könnte, dass die Schule eben diesen Konflikten aus dem Weg geht, die gar nicht unbedingt parteipolitische Konflikte sind, sondern eben gesellschaftliche.
Wir sehen, dass wir schon fast eine Stunde miteinander sprechen und wir haben noch so viel, was wir gerne mit Ihnen besprechen wollen. Vielleicht brauchen wir tatsächlich dann in der zweiten Staffel noch eine zweite Ausgabe. Ich hätte jetzt aber gerne mal noch 2, 3 Fragen. Die sind eigentlich auch relativ knapp. Sie könnten sie auch mit Ja oder Nein beantworten, aber das fällt Politikerinnen und Politikern ja oft schwer. Wir haben, das hängt ja ganz von der Fragestellung ab, nicht? Kommt ganz auf die Fragestellung an. Genau, also eine Frage, die mich interessieren würde, wären Sie dafür, dass es an Schulen so selbstverständlich wie es Sport- und Musik-AGs gibt, auch politische AGs gibt? Also beispielsweise rassismuskritische AGs oder Klimaschutz-AGs von Schülerinnen und Schülern. Ich habe exakt den Teil, wären Sie dafür, dass es genauso sehr wie Sport gibt, auch, und dann habe ich das Wort nicht verstanden, AGs gibt. Politische Arbeitsgemeinschaften von Schülerinnen und Schülern, beispielsweise rassismuskritische oder für den Klimaschutz? Absolut ja. Sehr schön. Das ist nämlich aus einer Studie, die ich durchgeführt habe mit politisch engagierten Schülerinnen und Schülern, genau dieser Satz. Da sagte nämlich eine Schülerin, dass sie das stört, dass es an jeder Schule selbstverständlich ist, dass es einen Chor gibt oder eine Band oder eine Badminton-AG, aber eine politische AG oder ein Raum, wo sich Schülerinnen und Schüler treffen können, die politisch diskutieren und aktiv werden wollen, das gibt es eben an Schulen oft nicht. Das ist gut zu wissen, dass Sie das auch unterstützen würden. In Niedersachsen gibt es ja den Paragraph 86, ist es, glaube ich, im Schulgesetz Schülergruppen, der genau das auch ermöglicht. Was halten Sie von der Idee, an jeder Schule Haushaltsmittel zweckgebunden für politische Bildung oder Demokratiebildung zur Verfügung zu stellen? Berlin macht das jetzt mit mehreren tausend Euro für jede Schule, jedes Jahr. Kriegen wir das in Niedersachsen auch? Also ich finde, ich kenne diesen Ansatz. Ich finde ihn in der Tat auch total spannend. Ich würde gerne noch einmal auch mit den Beteiligten darüber diskutieren, wie definieren wir die Zweckbindung? Weil ich glaube, dass so einfach sozusagen die Forderung greifbar ist, so schwierig ist sie konkretisierbar. Und ich möchte nicht, oder ich würde ungerne dadurch dann wieder zig Formen von Abgrenzungsproblemen schaffen. Aber dass man nochmal guckt, auf welchem Wege können wir Schulen bei den Initiativen auch vernünftig unterstützen, das finde ich sehr greifbar. Und das erleben wir, das fängt bei Fridays for Future an, darüber streiten wir uns ja auch beherzt, wie viel darf sein und wie viel, was darf nicht sein. Aber da, im Kern ja, mit einem kleinen politischen Aber, dass wir in die Feinjustierung rein müssen. Okay, und noch eine kurze Frage, bevor wir dann zum Abschluss noch einmal auf die Ausbildung der Lehrkräfte zu sprechen kommen. Das hat Helene Parade gerade schon angesprochen. Die letzte Frage, wir beide haben darüber schon mal gesprochen, nämlich bei einem Tag der politischen Bildung, der DVPB. Aber mich interessiert, wie sich Ihre Position dazu entwickelt hat. Niedersachsen gehört zu den wenigen Bundesländern, in denen politische Bildung als demokratischer Bildungsauftrag keinen Verfassungsrang hat. Sie haben gesagt, wenn Sie nächstes Jahr wieder eine Mehrheit haben, könnten Sie das Schulgesetz möglicherweise anpacken. Die Verfassung kann man nicht so leicht ändern. Deswegen haben die allermeisten Bundesländer politische Bildung als Bildungsauftrag in der Verfassung verankert. Niedersachsen hat dazu kein Wort in der Landesverfassung. Planen Sie oder finden Sie die Idee gut, das klar auch mit Verfassungsrang aufzustatten in Niedersachsen? Ich wollte eine kurze Antwort auf eine schwierige Frage. Also im Kern selbstverständlich ist die Stärkung von politischer Bildung richtig. Und das haben wir damals auch diskutiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch in die Verfassung aufgenommen wird. Ich habe nur immer gesagt, es reicht doch aber nicht, wenn wir, also es darf ja nicht reichen, dass wir sagen, wir lehnen uns zurück, weil wir was erreicht haben, indem wir es in die Verfassung geschrieben haben, sondern die Ableitungen sind das Entscheidende. Und da bin ich dann auch immer jemand, auch als Jurist, der sagt, also wenn ich überzeugt bin, die Ableitung treffen zu können, dann muss ich es auch nicht erst in die Verfassung schreiben, dann kann ich es auch ohne diesen Umstand machen. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, aber wahrscheinlich, und das besagt auch die Erfahrung, ist es auch notwendig, dieses Zeichen auch in der Verfassung zu setzen, dort auch den Verfassungsrang zu geben. Aber dann werden wir, das gehört auch zu einer guten politischen Debatte, dafür auch gucken müssen, Es darf halt nicht unendlich sein, sondern das, was in der Verfassung benannt wird, sind besondere Schwerpunkte. Ich weiß, allein in der letzten und dieser Wahlperiode gab es 5, 6, 7 Bestrebungen für sich, alle wertvoll, sie in einen Verfassungsrang zu erheben. Also das ist dann eine schwierige juristische Debatte im Nachgang. Wir sind uns völlig einig, dass die Ableitungen, die müssen getroffen werden. Und da sehe ich uns auf einem ordentlichen Weg. Ich bin der Letzte, der immer sagt,
alles ist wunderbar, Akte zu und ich lehne mich zurück. Aber die Entwicklung, die Blick auf politische Bildung, mit Blick auf Schule, finde ich, kann man mit Fug und Recht etliche Haken hintersetzen hier. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, bin ich nicht den Eindruck, ich bin fertig oder satt bei dem Thema, sondern da gibt es noch gute Punkte, die man weitermachen kann. Genau, also wir würden Ihnen natürlich sofort recht geben, dass es nicht reichen würde, es in die Verfassung zu schreiben. Aber wir sehen ja ganz aktuell in Frankreich über 40% für eine Kandidatin, die tatsächlich die demokratischen Werte, die uns wichtig sind, nicht in der Form teilen, wie wir das tun. Und wir haben ja auch in Deutschland politische Gruppierungen, die die politische Bildung ganz aktiv angreifen. Und da sind die Meldeportale nur ein Beispiel. Und deswegen ist sozusagen das ja auch ein Zeichen der Politik. Sie haben vorhin gefragt, wer das ist, aber von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die politische Bildung nachhaltig zu stärken. Wir wissen, dass Ihre Zeit begrenzt ist und wir freuen uns sehr, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ja. Wenn Sie erlauben, will ich ausdrücklich zustimmen. Es ist dann als ein solches klares Zeichen, dann auch hat das auch einen Wert an sich. Da bin ich bei Ihnen. Ne, wir kriegen die 40% nicht weg, weil wir es in der Verfassung drin stehen haben, sondern nur, indem wir die Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber um sehr deutlich zu sagen, für all diejenigen, die glauben, wir können an die Wurzel von politischer Bildung, an der Notwendigkeit von politischer Bildung heran, das da nochmal ein klares Signal zu setzen. In solchem Kontext würde ich auch sagen, ja, dann machen wir das. Nur will all denen dann sagen, es reicht nicht damit, sondern dann bitte auch weiter. Ich mache jetzt einen ganz harten Cut an der Stelle und möchte gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was Steve Kenner und mich eben auch beschäftigt, nämlich die Lehrkräftebildung. Wir sind beide in der sogenannten ersten Phase tätig im Studium. Ähnlich wie in der Rechtswissenschaft gibt es eben auch noch die zweite Phase, das Referendariat, und dann eben die dritte Phase, die Lehrkräftefortbildung. Und Sie haben vorhin gezeigt, wie man Zukunftsschule gestalten kann, dass es die Möglichkeit gibt, fächerverbindenden Unterricht zu machen, und haben auch gesagt, man sollte eigentlich nicht zurückschauen, sondern positiv gestärkt den Blick in die Zukunft wenden. Und wir haben ja nun mit den Lehrkräften von morgen zu tun. Und die sind, zumindest so wie ich sie erlebe, wahnsinnig motiviert, genau auch diesen Beruf anzugehen, was total schön ist. Und dann kommt es aber manchmal dazu, dass das System, was wir in der ersten und zweiten Phase der Lehrkräftebildung haben, gar nicht zu dieser Zukunftsschule passt, wie Sie sie vorhin skizziert haben. Also wir haben starre Fächer. Auch die Prüfungen im Referendariat sind entsprechend, da ist nichts von fächerverbindendem Unterricht. Wir haben keine bis wenige kooperativen Prüfungen zum Beispiel, obwohl genau das eigentlich eine Kompetenz wäre, die man, um die Zukunftsschule zu gestalten, bräuchte. Und wir wissen auch, dass in der Lehrkräftebildung eben die Schwierigkeit besteht, dass verschiedene Ministerien dem zugeordnet sind, ne? Also ihr Kultusministerium, aber auch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Nichtsdestotrotz, auch die können ja kooperativ zusammenarbeiten. Was würden Sie sich denn vorstellen, wie Sie, um eben so eine Zukunftsschule zu gestalten, auch die Zukunftslehrkräftebildung zu gestalten, oder wie die aussehen müsste? Sehe mich ehrlich gesagt außerstande, das abschließend zu definieren. Aber ich will ganz ausdrücklich sagen, dass die Schlussfolgerungen, wenn man sagt, Schule muss sich verändern, dann ist das natürlich nicht singulär auf das Gebäude Schule zu beziehen, sondern natürlich erst recht auf Inhalte. Und das bedingt dann auch, dass man nicht nur an Kerncurricula herangeht, sondern dass wir natürlich auch uns den Ausbildungsbereich anschauen müssen. Und zwar auch beide Phasen, sowohl den universitären wie dann auch den Vorbereitungsdienst. Mache da keinen Hehl draus. Das wird in der Frage von, wo kann man welche Akzente setzen, noch einmal richtig Kraft erfordern und auch Zeit, dort die Umsetzung hinzubekommen. Immer dann, wenn man einen vergleichsweise kleinen Hinweis gibt, man könnte sich auch andere Themenblöcke, da sind wir dann eher bei der Signalwirkung, andere Themenblöcke in Verordnungen vorstellen, dann ist das schon außerordentlich schwierig. Und gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass wir auch dort schlicht und ergreifend den Mut haben werden müssen, bestimmte Abläufe aufzubrechen. Für den Vorbereitungsdienst gucken wir uns das gerade an verschiedenen Stellen an, wo ich glaube, dass es
auch übrigens weit über die Frage von Demokratiebildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung hinaus, einfach notwendig ist, bestimmte Abläufe zu verändern. Bestimmte Sachen man eher mit der Begründung, weil man sie schon immer so gemacht hat, als prüfungsrelevant ansieht, sich mal kritisch zu hinterfragen, ob das noch passt. Sitze ich hier zwei Personen gegenüber, die in der universitären Bildung zu Hause sind. Und dennoch gibt es auch bei uns in Niedersachsen einen Vorbereitungsdienst noch mit dem Schreiben einer Arbeit, eine Aufgabe, wo man sie befähigen möchte zum wissenschaftlichen Arbeiten. Ich finde, das ist doch ein guter Punkt, den man auch im ersten Teil machen kann und sich im zweiten auf andere Dinge konzentriert. Nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung übrigens. Sich solche Sachen mal anzuschauen und einfach zu sagen, auch da machen wir jetzt mal, drehen wir das Rad ein bisschen weiter. Die Debatten werden noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Kraft erfordern, aber ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass ich so fertig bin mit dem, was ich mir vorstellen kann. Also insofern hat man da noch was vor der Hand. Aber auch da gilt genau das Gleiche, was wir für Schule diskutiert haben. Wir müssen alle Beteiligten dahin bekommen, dass sie auch die Bereitschaft haben, Veränderung mitzugehen. Veränderung ist nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Notwendiges. Das gilt für Inhalte wie für Abläufe in der Ausbildung ganz genauso. Sie sagten gerade, dass Sie da noch einiges vorhaben. Bedeutet das, dass Sie bei den nächsten Landtagswahlen, also Sie treten ja bei den nächsten Landtagswahlen wieder an, dass Sie auch mit dem Ziel antreten, das Kultusministerium dann weiterzuführen? Oder was ist Ihr Ziel für diese Wahlen? Naja, erstmal wissen Sie, die Frage, wer das Kultusministerium weiterleiten darf, ist eine Frage, die die Wählerinnen und Wähler in der Hand haben. Ich für meinen Teil habe sehr klar gesagt, dass meine Arbeit, die ich einrichte, die endet nicht am 9. Oktober. Die Arbeit ist total anstrengend, aber vielfältig und spannend. Und von daher, ich persönlich, sagen als Einzelner, ich kann mir das gut vorstellen, aber da haben viele andere ein Wörtchen mitzureden. Und erstmal gehen wir jetzt in eine Wahlauseinandersetzung und streiten um die besten Ideen. Darauf freue ich mich auch. Das sind in der Regel hochspannende Debatten, die ich gerne führe. So, und an dieser Stelle bleiben wir also parteipolitisch neutral. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute. Und wir können ganz sicher sagen, Sie haben vieles auf den Weg gebracht in den letzten Jahren, das wir sehr gut finden, das wir spannend finden, auch für die Schule. Und gleichzeitig gibt es Dinge, und das haben Sie ja auch gesagt, über die wir immer wieder streiten, diskutieren, weiterentwickeln müssen. Wir werden das weiter begleiten. Das waren die ersten 8 Folgen und damit die erste, wir nennen es mal Staffel unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir sind sehr froh, dass Sie unser Gast waren. Sie haben auch verschiedene Punkte angesprochen, die man in anderen Folgen, die wir vorher aufgenommen haben, nochmal nachhören kann. Wir haben eine Folge mit Marlin Gabatsch beispielsweise, die das Referendariat in Niedersachsen erlebt hat, oder auch eine Folge mit einer Kollegin, die Seminarleiterin ist, also in der zweiten Phase aktiv ist. Eine Folge zur glücklichen Schule, was ist das eigentlich und geht das überhaupt? Oder zu Kooperationen, wie kann man die Schule öffnen? All das könnt ihr nochmal nachhören. Ihr merkt, ich falle jetzt wieder ins Du zurück. Also all das könnt ihr nochmal nachhören auf unserem YouTube-Kanal oder überall da, wo es Podcasts gibt. Genau, das war jetzt, Helene, erstmal unsere letzte Folge dieser ersten Staffel. Und wir freuen uns sehr. Wir haben mehrere tausend Aufrufe auf YouTube und auf den anderen Seiten. Und wir freuen uns, dass euch dieser Podcast gefällt und wollen ihn gerne auch weitermachen. Jetzt schließen wir erstmal diese erste Staffel mit Ihnen. Minister Tonne, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Und Helene, vielen Dank, dass du das Experiment mit mir gewagt hast. Das hat bis jetzt schon großen Spaß gemacht. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Auch nochmal von meiner Seite der herzliche Dank an Sie, Herr Minister Tonne, dass Sie sich auch den provokativen Fragen gestellt haben. Die gehören zu diesem Format dazu. Das wollten wir gern so und haben uns sehr über den Austausch gefreut. Danke an dich, Steve, auch wenn wir nicht mehr in einer Universität aktuell tätig sind, zeigt es doch, dass diese Formate auch genau die Kooperation über institutionelle Grenzen hinweg ermöglicht. Allen anderen auch alles Gute. Und bis zur zweiten Staffel. Herzlichen Dank, alles Gute. War total spannend. Bis bald. Tschüss.